So Leute, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals. Yo. Ich muss mich da erstmal wieder zurechtfinden, wo wir sind, was wir machen und so weiter. Außerdem habe ich den Rat bekommen, ich soll mich etwas aufleveln, was ich auch gemacht habe. Wir haben den Schlüssel und wo müssen wir jetzt hin? Hä, was war das jetzt? Ja, schieb's doch nicht so weit, Kerl. Hä? Waren wir hier schon? Hier waren wir, oder? Oh Mann. Schnell gucken. Das war dieser komische Monsterraum, oder? Ja, genau, genau. Richtig. Okay, schnell raus hier. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Und den Schlüssel müssen wir jetzt irgendwo einsetzen können. Okay, jetzt schiebe ich das erstmal da runter. Das dahin? Kann ich da runter? Ne, hier haben wir uns doch den Schlüssel geholt, oder? Arg, zwar hier doch, soweit ich weiß. Ja, das war das mit dem blöden Pfeil. Genau, gut. Jetzt bin ich wieder so mehr oder weniger da. Und wir laufen jetzt mit dem Schlüssel, den wir jetzt haben, weiter. Da waren wir auch schon. Die Tür ist... Ah, die Tür ist doch gesperrt. Jetzt kommen wir da auch vielleicht rein. Nein, können wir immer noch nicht. Dab, dab. Da, dab, dab. Oh Mann. Blödes Blobs-Ding da. Das sind so typische Dragonquest-Gegner, finde ich. Nur fehlen hier die Augen. Dragon Quest war ja dieses Jahr richtig, richtig, richtig stark am Start. Was ist das denn für ein Raum? Ah, okay, hier kann man sich heilen. Mehr anscheinend auch nicht. Dann gehe ich mal direkt da rein. Da geht's nicht weiter. Was ist das für ein Schild? In der richtigen Reihenfolge abgeschossen. Öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. Muss ich die Gegner abschießen? Oh Mann, was willst du? Ein Frosch greift mich an und eine Motte. Und das nur, weil der Frosch zu mir gesprungen ist. Vielleicht müssen wir die erstmal plätten oder so. Keine Ahnung. Okay, der ist auch weg. Und dann haben wir noch so einen Bug. Hadeskäfer. Ja, cool. Okay. Schießbudenfiguren. In welcher Reihenfolge? Vielleicht in der Reihenfolge, in der wir sie gerade besiegt haben? Hä? Ging das daneben oder was? Oder ist es so? Okay. Es hat funktioniert. Oh, jetzt geht's tiefer. Jetzt geht's zum Endgegner, oder? Ein Bark. Wir zerstören eine Spinne und einen Bark. Komm her, wir schneiden dir dein Horn ab. Primo. Ein Krabbeltöter. Cooles Schwert. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Rüstung. Da oben ist ein Dolch und bla bla bla. Was ist optimal? Da, Krabbeltöter. Aber Dolch ist stärker, oder? Ne, Moment. Ich vergleiche nochmal. Obstmesser ist schlecht. Ja, Angriff sinkt um 1 Mut, aber um 2, also... Vielleicht ist es besser, ich weiß es nicht.
Egal, wir kämpfen jetzt mit einem Krabbeltöter. Klingt doch richtig interessant, oder? Aber wie komme ich irgendwie nicht weiter? Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Was, Überraschungsangriff? Also überrascht war ich jetzt nicht, sorry. Wow, Krabbeltöter ist geil. Zieht das viel ab. Mein Gott, ist das ein geiles Ding. Ich gehe mich ganz kurz heilen. Das konnte ich ja da unten. Magie kann ich eh nicht verwenden. Daher reicht das. Dep, dep. Wow. Hä, muss ich dann hin? Die verschlossene Tür. Vielleicht kann ich die doch irgendwie öffnen. Abkürzung. Weg mit dem Federvieh. Keine Ahnung. Ist das ein Schalter? Was ist, wenn ich von oben runterfalle? So wie in Zelda? So ein typisches Zelda-Rätsel. War sowas von klar. Okay, cool. Wir können jetzt weiter. Was ist das? Was ist das? Da ist ein Schalter. Funktioniert nicht. Okay. Aha. Okay. Soweit so gut. Dann brauche ich dieses Teil. Werf das jetzt einfach mal dahin. Ah, war gar nicht so schwer. Das Teil darüber und jetzt kann ich rüber. Ein Frosch! Und da ist was. Und da passiert jetzt bestimmt was. Bin ich denn vollständig geheilt? Ja, bin ich. Ich habe Angst. Muss ich Angst haben? Hilfe, ein Bulldozer! Nein, es ist irgendwas. Es ist ein Wels, ein Fisch. Gut, bis hierhin ist noch niemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Wer bist du denn? Ich bin ein russischer Fisch. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Deine Erdbeben stören uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Oh, Battle. Boom, 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 Zornattacke. Das zieht aber wenig ab. Mein Gott, jetzt setze ich mal eine Zornattacke ein, die zieht so wenig ab. Was haben wir denn für Items? Bumerang. Der hat mir schon oft geholfen. Okay, eigentlich nicht, aber wir haben herausgefunden, dass er relativ viel abziehen kann. Bumerang. Oh, es sieht doch... Was? Wow. Ich sollte mich heilen, oder? Weißt du, was der noch für Attacken drauf hat? Jetzt kommt er die ganze Zeit mit seinem Megabeben, oder was? Ich bleib mal kurz defensiv und setz weiterhin mein Kraftwasser ein. Nur um zu sehen, was passiert. Okay, jetzt könnte ich theoretisch wieder angreifen. Bumerang! Hey, lass das sein! Niemals. Und jetzt, Zornattacke. Angeblich, oder wie es aussieht, kann ich nur mit dem... Okay, cool. Ja, wir haben dich besiegt. Autsch, aufhören! Ich gebe auf! Es wird keine Erdbeben mehr geben! Versprochen! Ich werde im See mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Ja, geh ruhig schlafen, ey. Blödes Vieh. Okay, wie es aussieht, kann ich jetzt zurück in die Stadt und jedem Bescheid geben, dass wir es geschafft haben. Kann ich mich irgendwie nach Hause teleportieren oder so? Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Hey, cool, ich kann auch... Ich muss gar nicht mit Pfeilen auf den Schalter schießen. Oh, nee, warum laufe ich da rein?
Was? Wie hätte das denn gemacht? Der hat den Angriff überlebt? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und jetzt? Nein, warum? Och. Warum flüchte ich? Ich wollte eigentlich meine Zornattacke einsetzen. Aber gut. Soll wohl nicht sein. Oh, ich bin falsch. Und jetzt laufe ich auch noch in den Blödmann da rein. Zornattacke, Bomber. Die Zornattacke sollte ich etwas häufiger einsetzen. Scheint mir relativ praktisch zu sein. Wow. Da nicht hin. So, mal gucken, was die Dorfbewohner sagen werden, wenn die erfahren, dass ich hier mal ein bisschen aufgeräumt habe. La 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 la. Schönen guten Tag. Erstmal heilen, ne? Hallo, Opa. Hallo, die Erdbeben sind vorbei und du kannst für nur 10 Goldmünzen in Ruhe übernachten. Was für ein Schnäppchen. Das sagen wir nicht nein. Willst du etwas? Oh, hast mir schon mal erzählt. So, Leute, wir haben es geschafft. Ich dachte, du wärst unterwegs zur Seehöhle. Ich war schon dort. Habt ihr euch getroffen? Getroffen? Wen soll ich getroffen haben? Eine junge Frau hat nach dir gesucht. Ich habe ihr gesagt, dass du zur Seehöhle gegangen seist. Eine junge Frau hat sie ihren Namen genannt? Nein, aber sie war sehr hübsch. Eine junge Frau, okay. Keine Ahnung, wer das sein soll. Hey Opa, mich sucht so eine Frau. Kannst du mir helfen? Ja, ich kann speichern. Ja, cool. Musst du nicht gleich 5-mal. Irgendwie habe ich ein kaputtes Bein oder sowas. Ich weiß nicht, der leuchtet so komisch. Mal Magic brauche ich nicht. Ich habe keine Magic-Leute im Team. Hallo, kleiner Text. Wo willst du denn hin? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Du sollst nach Lunaria gehen. Dort findet bald eine glanzvolle Krönung statt. Ich würde mir die Krönung gerne anschauen, aber Lunaria ist mir zu weit weg von hier. Lunaria befindet sich hinter dem kleinen Tempel im Nordwesten. Dort findet eine Krönung statt. Ich wette, die Krone ist wunderschön. Ich würde gerne mal einen Blick drauf werfen. Hey, Opa. Du hast den Fisch besiegt. Du bist wirklich sehr mutig. Du kannst in Lunaria Karriere machen. Dort braucht man starke Männer. Aber was sucht... Hä, was ist mit der Frau? Warum sucht ihr so eine Frau? Danke, nun haben wir wieder... Ja, komm. Gut, angeblich, oder wie es aussieht, bekomme ich nichts. Aber eine junge Frau ist in den Tempel gelaufen. Soll ich da nochmal rein oder ist es einfach nur dummes Geschwätz? Auf der Brücke greift mich ein Vieh an. Boah, aber die Käfer, die kriegen echt extrem viel Schaden von der komischen Waffe. Okay, ich suche jetzt einfach mal die Frau. Vielleicht ist es dumm, vielleicht gibt es da keine Frau, aber wenn mich so eine Frau sucht, vielleicht... Wobei, in Lunaris findet ja eine Krönung statt. Soll ich nicht? Ich weiß es nicht. Egal, wisst ihr was? Es ist ein Abenteuer. Es ist ein Let's Play, da darf ich mir Zeit lassen, da darf ich ruhig mal in die falsche Richtung laufen. Ich laufe jetzt einfach mal direkt zum Fisch. Ich weiß nicht, da ist da was. Dap, dap. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Dapadüpidü. Mensch, Maya, such mir so eine komische Frau. Da ist doch niemand. Hey, Fisch! Hat mich eine Frau gesucht? Boah, jetzt greift mich dieser Frosch an. Überraschungsangriff, ja klar. Weg mit dir. Also, tja, was soll ich sagen? Wo ist die Frau? Da kann ich speichern. Machen wir das doch einfach mal. Also hier ist definitiv niemand mehr. Eventuell da unten. Nee, da auch nicht.
Ja, warum sollte mich auch eine Frau verfolgen? Außer Iris vielleicht. Die wir schon mal getroffen haben, diese geheimnisvolle Frau. Iris, wo bist du? Oh, nee. Okay. Schauen wir das mal von hinten an. Ja, das sind die Wachen, die bösen Wachen. Das scheint nicht zu sein. Ich glaube nicht. Vielleicht ist es einfach nur so blödes Gelaber, blödes Geschwätz. Schieb das doch weg. Ey, muss ich das schon wieder machen? Wie war das nochmal? Wie ging das nochmal? Genau. Da ist doch niemand. Okay, eigentlich sollte ich jetzt einen Cut machen, aber da wir länger aufnehmen können, werde ich jetzt ganz kurz noch den Rest der Höhle erforschen. Bis wir entweder nichts gefunden haben oder etwas gefunden haben. Denn wenn wir etwas finden, mache ich es spannend und werde trotzdem einen Cut machen. Aber irgendwie bin ich da etwas pessimistisch, was das jetzt angeht. Oh, da passiert was. Leute, wir machen einen Cut und ich bin gespannt, was passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dabei und bis dann.